So, hi, herzlich willkommen zu dem Ganzkörpertraining. Ich mache es heute auch mal sockig, weil ihr seid da auch wahrscheinlich sockig. Ihr braucht heute nicht viel, ihr braucht eine bequeme Unterlage und eine Handtuchrolle. Das wäre alles, ja. Ganzkörpertraining, Koordination, Gleichgewicht, das sind alles so Punkte, die sind heute dabei. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei, macht mit, habt Bock drauf, ein bisschen Sport zu machen. Richtig, legt mal los. Also es sind 8 Übungen, immer in Zweierblöcke aufgeteilt. Wir machen sogenannte Supersätze, okay? Wie das funktioniert, wie das abläuft, gebe ich aber immer durch. Ihr dürft jetzt eure Lieblingsmusik anmachen und let's go, okay? Erste Übung sieht so aus. Ich zeige es immer einmal vor, sage euch dann die Wiederholungszahl und dann machen wir das Ganze zusammen. Ihr geht hier in diese Position, Knie unter der Hüfte, Arme unter den Schultern. Und jetzt geht es um die Schulterblätter, okay? Das ist hier wichtig. Wir ziehen die Schulterblätter hier auseinander, kommen hier einen leichten Buckel und bringen sie dann wieder zusammen. Ja, wir drücken uns hier, die Armlänge bleiben wir gleich, wir drücken uns hier nur eben so raus. Und drückt auch die Arme schön durch, dass hier eure Arminnenseite nach vorne zeigt. Also jetzt nicht extrem durchdrücken, aber wir wollen diese Innenseite vorne haben. Also runter und wieder hoch. So sieht das Ganze aus. Okay, richtig tief, Schulterblätter zusammen und raus. Also, auf die Plätze, wir machen 12 Wiederholungen. Fertig und los geht's. Schön langsam das Ganze. Jawohl. Zwei haben wir. Es geht einfach nur darum, dass ihr die Bewegung gut ausführen könnt hier. Schulterblätter zusammen, jawohl. Und noch zwei. Der letzte. Okay, erste Übung. Zweite Übung. Sieht so aus. Jetzt braucht ihr die Matte nicht, ihr müsst hier ein Stück laufen. Deswegen gehe ich hier auch ein Stück nach hinten. Ich hoffe, ihr könnt mich immer noch sehen. Jawohl, passt. Und wir gehen hier in diese Position. Okay, die Knie sind in der Luft. Und wir haben jetzt so einen 90-Grad-Winkel hier hinten an den Knien. Okay, und bleiben auch in der Luft. Hände sind wieder unter der Schulter. Und das ist unsere Startposition. Jetzt machen wir rechten Arm, linkes Bein vor. Ja? Und linke Arm, rechtes Bein. Und so krabbeln wir jetzt hier nach vorne. Wichtig ist nur, Knie berührt zu keinem Zeitpunkt den Boden. Okay? Wenn ihr angekommen seid an der Wand oder was auch immer euch den Weg blockiert, dann geht ihr einfach zurück. Ja? Wieder diagonal nach hinten und nach hinten. Okay? Aber Knie, die den Boden berühren. Verstanden? Auch hier 6 Mal pro Bein vor. Okay? Also, ich zähle mit. Wir machen es gemeinsam. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf. Jetzt komme ich ans Ende, ich halte dich hier wieder zurück. Einen, sechs, sechs. Okay? Gut, sehr schön. Das war die zweite Übung. Jetzt machen wir noch einmal die erste, die wir gerade gemacht haben, wo es um die Schulterblätter geht. Das heißt, wir gehen wieder in Position, ohne viel Pause, Hände durchstrecken wieder und wir machen 12 Stück wieder. Let's go! Schulterblätter zusammen und raus. Schulterblätter zusammen und raus. Noch zwei. Okay, und wieder zum Krabbeln übergehen. Wieder in die Position.
Kleine Änderung, wir machen 10 jetzt zusammen. Das ist eine bessere Anzahl. Also 10 pro Bein. Knie in die Luft und diagonal, let's go. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Und zurück. 1, 2, nee, 1, 1, sorry. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Okay, das waren jetzt 10. Perfekt. Erster Block geschafft. Ganz kurz was trinken. Und dann geht es im zweiten Block weiter. Das waren jetzt nicht sehr anstrengende Übungen, ich weiß. Aber der eine oder andere war vielleicht koordinativ ein bisschen gefordert. Völlig in Ordnung. Okay. Nächster Übungsblock. Ich zeige einfach diese zwei Übungen wieder vor. Wir legen uns auf den Rücken. Beine sind hier angewinkelt. Ein Bein, mit welchem ihr anfangt, ist mir egal. Zieht sich eins aus, kommt hier hin. Beine sind auf dem Boden. Und wir strecken hier die Hüfte. Es geht um den Po und die Oberschenkelrückseite hier. Okay, darauf konzentrieren. So sieht die erste Übung aus. Hier machen wir 12 links und 12 rechts. Dann, zweite Übung. Sind wir in dieser Liegestützposition. Ja, wir machen keine Liegestütz. Wer will, darf, aber die Übung sieht erstmal nur so aus. Wir sind in dieser Position, schön fest und heben hier die rechte Hand. Okay, einfach geradeaus vor uns hochheben. Das war's. Viel mehr machen wir hier nicht. Wer will, darf zwischendrin gerne den Liegestütz machen. Arm heben, Liegestütz machen, anderen Arm heben. Wir wechseln hier die Arme ab. 12 Mal jeden Arm. Alles klar? Okay. Gehen wir auf die Rücken, in die Rückenposition. Ich wicke mein rechtes Knie zuerst an. Und wir zählen zusammen, machen 12 Stück. 3, 2, 1, los geht's. Fang die Ferse im Boden drücken, ja. Die ist wichtig. Und so hoch ihr könnt. Neun, zehn und der letzte Beinwechsel. Vier, jawohl, auf geht's, fünf. Liegestützposition direkt. Hände unter Schultern. Po anspannen, gerade bleiben. Und rechter Arm zuerst. Heben und rund. Heben und rund. Okay. Noch 4 Mal jede Seite. Okay, rechtes Bein oder linkes Bein ranziehen, Hände am Boden, Ferse im Boden drücken und wir machen wieder 12. Halbzeit. Sehr gut. Anderes Bein und direkt weiter.
Hättest du geschafft? Noch zwei. Der letzte. Sehr gut. Wieder in die Liegestützposition. Hände unter die Schultern. Komm an. Wir machen weiter. Go! Hälfte. Auch hier schön langsam machen. Guck, dass ihr einfach schön stabil bleibt. Zwei. Und abschluss. Gut. Zweiter Block ist auch geschafft. Trinkpause. Jetzt ist mir warm. Jetzt bin ich warm. So. Für den zweiten, für den dritten Block, sorry. Brauchen wir jetzt unsere Handrolle. Die dürft ihr euch mal kurz holen. Ja, zeige ich gleich, was wir damit machen. So, ich gönne euch noch 15 Sekunden Pause. Ihr könnt so lange mal kurz zugucken. Also die erste Übung aus dem Block sieht so aus. Die machen wir immer mit geradem Rücken, okay? Da ist keine Rückenkrümmung oder so wenig wie möglich. Wir gehen hier runter. Ihr dürft die Beine gerne anwinkeln, aber probiert sie so spät wie möglich anzuwinkeln. Ja, wir gehen hier runter. Und dann krabbeln wir hier langsam vor, sind wieder in dieser Liegestützposition, krabbeln wieder zurück, ja, bleibt auch hier im Rücken gerade, gehen in diese Position hier und stehen auf. Okay? Ja, soweit verstanden? Also guck, worauf kommt es an? Guck, dass der Rücken zu jedem Punkt gerade ist, so gut es geht, dass ihr hier unten seid in der Position, auch hier der Rücken gerade ist und eure Ferse schön auf dem Boden ist. Okay, das sind so die Hauptpunkte, auf die ihr achten müsst. Die zweite Übung, legt euch auf den Bauch, nehmt die Handrolle und zieht diese zu euch. Okay? Schön auf den Bauch legen und zieht. Okay? Also, erste Übung, dritter Block. Fangen wir an. Wir machen die 8 Mal, okay? Wir zählen mit. Also, runter. Vorkrabbeln und zurück. Aufstehen. Gut. Runter. Vorkrabbeln. Aufstehen. Sehr gut. Sehr exakt, sehr gut. Jetzt habe ich noch gar nicht wirklich gerade. Es tut mir leid. Mach's besser. Ich sehe mich selber nicht. Das ist so schwer. Und das ist gut. Mal auf den Bauch legen. Zack. Handrolle nehmen. 5 Mal. Und los geht's. Handtuch berührt den Boden. Der letzte. Okay. Meine Übung. Kann nicht mehr reden. Es tut mir leid. Und jetzt kommen wir zur nächsten Übung wieder. Also zur ersten Übung vom dritten Block wieder. Etwas entspannter. Kurze Pause. Okay. Weil die letzte Übung ist nicht ohne.
Zweimal. Ein letztes Mal. Okay. Und zum letzten Mal hier auf der Matte mit dem Handtuch. Jetzt auf geht's, Leute. Jetzt ist hart. Machen wir das. 12 Mal wieder. Auf dem Bett. Fertig. Machen wir das jetzt. Okay. Geschafft. Jetzt kommt noch ein Block. Kurze Trinkpause. Und dann ich erkläre auch deine Übungen. Ich freue mich drauf, wenn wir das Ganze wieder live gegenüber machen können, in Person, das wird gut. Es ist sehr ungewohnt, das Ganze so zu machen. Gut, Handtuchrolle kann weg. Und die letzten zwei Übungen ist einmal der untere Rücken. Und der untere Rücken ist bei beiden Übungen ein Stück weit dabei, aber die erste Übung werdet ihr auf jeden Fall spüren. Ich zeige es einmal kurz. Ihr müsst das Ganze wieder auf den Bauch legen. Sehr ähnlich zu der Übung, die wir gerade gemacht haben. Wir machen hiervon 8 Wiederholungen. Okay? Das heißt, wir legen uns hin. Arme lang, Beine lang und wir wippen hier hoch. 1, 2. Und das Ganze 8 Mal. Okay? Arme gestreckt, Beine gestreckt, so hoch es geht. Beides. Okay? Das ist die erste Übung. Zweite Übung. Warum stehe ich auf? Gute Frage. Ihr seht da. Seitstütz, Hüfte hoch und halten. Ja, wenn es so leicht ist, dann darf ich auch gerne ein Bein heben. Ich werde es mit Beinen heben probieren. Auch hier 8 Mal ist das Ziel. Und die 2 Übungen wieder im Supersatz. Okay? Ich hoffe, ihr seid fit. Legen wir los, letzte Runde. Kann man easy durchziehen. Ballern wir kurz durch. Okay? Also, auf den Bauch. 8 Wiederholungen. Arme lang, Beine lang. Oh, los geht's. Und 8. Okay. Puh. Kann man auch nicht reden bei der Übung, sorry. Kann ich schon, aber es wird schön klingen. Und hoch. Wir wechseln hier natürlich die Seite nach 8. Und der letzte. Okay. Seitenwechsel. Hüfte hoch. Berührt nicht den Boden, nur Ellenbogen und Fuß. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Und letzte Runde, die gleichen Übungen. Auf den Bauch, Arme lang, Beine lang, 8 Mal. Der Übungswechsel. Hoch und 8 Mal. Sieben, 8. Und auf geht's. Letzte 8 Wiederholungen, Endspurt. Und es geht. Und 8. Gut. Perfekt. Geschafft. Dankeschön fürs Mitmachen.
Wer mag, wiederholt die Übungen, könnt noch eine dritte Runde dran bauen, wie ihr wollt, das seid ihr voll frei der Gestaltung. Lasst auf jeden Fall krachen, macht euch fertig und bleibt fit. Bis bald.